Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch Dogs. So, Clara, hast mir fett meine Ansage versaut. Müssen wir mal die Musik wechseln. Oder das passt schon eher. So, und dann begrüße ich nochmal ganz herzlich zu einer neuen Folge Watch Dogs. Ich bin Vincent und wir müssen jetzt erst einmal zu dieser Tante. Na los, geh hoch. Ich mach das einfach zu gerne. Und ich weiß, ich habe gerade die Abfahrt verpasst, aber scheiß drauf. Wir müssen ja auch mal mit der Story vorankommen und nicht immer nur CTOS-Türme machen und so, wisst ihr. Neue Waffen will ich mir gar nicht kaufen, ich bekomme die eigentlich schon. Oh, sorry. Ich bekomme die eigentlich schon genug. So, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Nein. So, go. Wer mag das nicht? Spatzengesicht. Mach mal bitte ein Spatzengesicht. Duckface und Birdface, aha. So, okay, zum Glück wissen wir jetzt mehr. Ja, habe ich das schon, Mann. Gesundheit. Ja, bin ich schon drin. Was tun wir uns kurz stehen und finden? Hä? Lol. Ach so. Es war genug weg sein. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angie, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Da bist du. Angelo Tucci. Der Mann organisiert den gefangenen Transport für meinen Zoll. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rechers. Jemand will meinen Namen.
Oh ja. Viel Glück kann man jemandem nur wünschen, der einen Hacker hacken will. Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Ist links oder rechts? Rechts. Alter, irgendwer fahr doch nicht hier. Ach so. Ach so, ich muss nur seinen GPS verfolgen. Okay. Na gut, dann kann ich den ja hier entgegengehen. Sind da zufällig Poller? Oh, scheiße. Nicht. Das war ja klar. Dann komm. Oha, wer hat denn sowas in seinem Handschuhfach? Das ist ein SUV. Auf jeden Fall ein Elektroauto. Mein Gott, hier müssen noch Poller irgendwo sein, oder? Nee. Oh. Leute, das war der gar nicht. Ja, habe ich gerade gesehen. Scheiße. Weg da. Fuck. Den Falschen getötet. Ah. Wow, 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 wow. Und tschüss. Und wird mir... Achso, habe ich wahrscheinlich gerade geklaut das Geld aus der Handschuhfach oder so. Schön. Eine Nägel brauche ich nicht. Maul. Stoß ihn. Ramin. Alter. Aua, aua. Auto verlassen, hol ihn ein. Das sind Kanonen. Nein. Scheiße, und ich habe nichts mehr zu trinken. Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, 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 oh. Naja, was soll's. So, Angelo Tucci. Oh, das war gerade hart bei mir geklingelt. Ich werde langsam nervös, Pian. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Wenn nicht, dann muss noch mal kurz cutten, wenn meine Schwester nicht dran geht. Aber ich schätze mal, dass meine Mutter, die will, dass ich mit Einkäufe hochtrage. Und deswegen pausiere ich gleich mal. Aber erstellen wir uns noch eine Position. So, den lieben Herrn Tucci. So, tut mir leid, ich muss ganz kurz pausieren. So, weiter geht's. Go. Wow. Moment mal, können wir den vielleicht sogar
sorry. Kann man ja hier so als Ampeltyp tarnen. So, ganz unauffällig. Ob dem das auffällt, wenn ich hier drin sitze? So, wenn es dann gleich losgeht. Ramme ich den direkt rein. So. Okay. Aber naja, immerhin ist er tot. Und das ist ja die Hauptserie, ne? Ne, Mann, du schaltest mich nicht aus. Ich muss schon sagen, die Polizisten sind, also die Dinger hier, die Typen, sind ziemlich schlau. Muss ich mal gestehen. Ja. Guck mal, das ist so ein CTOS-System. Ne, Mann. Oh, scheiße. So, der Nube. Scheiße, ich wollte eigentlich... Guckt sich an. Ich konnte es mir nicht angucken. Fuck. Nein, nein. Na gut, zum Glück habe ich gerade nicht die Ampelanlage angedingst. Ah, das war schon ein ziemlich guter Plan. Besserer Plan. Ne, Mann. Lässt so gut mal sein. Also, na doch, lass mal sein. Aha. Also, die Polizisten von hier und sagen wir jetzt mal Need for Speed Most Wanted, das alte, ist schon ein Riesenunterschied. Damals konntest du ja, da sind die hinter dir hinterher gefahren, in Massen. Ich hab's ja selber gespielt, damals auf der PS2 sogar noch. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel noch... Ah, fuck. Ob das Spiel noch habe. Haha. Aber, da warst du auf der Autobahn mit diesen, Wasserdingern. Und, bist halt an so einer Abzweigung dann vorbeigefahren. Und die sind alle einfach weiter der Autobahn gefolgt. Ja. Und das ist ja ein Riesenunterschied. Das merkt man extrem. Aber das finde ich gut. So, Junge. Hab ich die abgelenkt? Abgehängt? Oh, oh. Jetzt darf der nur nicht hier reinfahren. Oh, oh. Fahr schon weiter, Mann. Okay, gut, ich glaube, ich muss wirklich den Kreis verlassen. Fuck. Nein. Ah, wunderbar. Wunderbar. Weg da, weg da. Oh, oh. So, und nun? Da ist immer noch so einer. Ey, das ist ein ATM. Oh, Entschuldigung. Wollte nicht. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Ich werde bald verhaftet. Oh, Alter. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach. Stopp. Ich will ihn töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriege. Und ihr das. Nee, jetzt nicht. Großartig. So,
sorry. Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Scheiße. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Lol. Sehr gut. So, das ist auch mein Auto. Entweder doch, ja, das ist ein Gelb, sieht geil aus. Stopp. Stehen bleiben. So, machen wir uns direkt mal einen Waypoint. Dahin. Nein, das ist jetzt meins. Sowjetsonne. Ah, ne, Verbrechenkonvoi. Ne, Verbrecherkonvoi. Entschuldigung. Oh, ein Bulle. Okay, er wollte die Bullen rufen. Jetzt ist er tot. Tja, mein Junge. So nicht, ne? Oh oh. Dann mach mal ein anderes Lied. Oh. Ja. Ja. Die Polizei untersucht den Fall, sagt aber, dass man DedSec nicht ernst nehmen sollte. Das ist ein cooles Lied. Wow. Alter, wenn man aus dem normalen Modus, aus dem langsamen Modus wieder rauskommt, ist es ja übelst mies. Mies schnell. Soll ich wieder so geil einparken? Okay, das war ziemlich geil eingepackt. Ich komme nämlich nicht mehr weg. Neue Sehenswertigkeit. Weiter aber zur Mission jetzt. Hier ist das Gefängnis. Ah, das ist mein Wagen. Kalen Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneut. Blooms Läusertechnik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. So ist der Typ in dem Menschengefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert es. Nicht. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter los! Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Geil. Jetzt weiß ich sogar schon, wie ich die Folge nenne. Und zwar im Gefängnis. Und leider ist die Folge noch nicht vorbei. Ja, mit leider meine ich zum Glück. Mal da lang. Gibt es noch eine Kamera? Da, da. Nee. So. Hacken wir den einfach mal. Der geht aber leider in die falsche Richtung. Tja, wie gut, dass wir in so einem neumodischen Gefängnis sind, ne? Ja, wunderbar. Da müssen wir hin. Sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut.
Wunderbar. Ich bin drin. Alter. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassen. Also Rang steht ihm ziemlich gut. Oh. Jetzt. Hallo. Hallo. Ich hab doch eh ausgeschaut. Ich hab doch E gedrückt zum Ausschalten. Ich hab E und F gedrückt, weil ich nicht mehr wusste, was es genau war. Ah, machen wir es nochmal. Was soll's? Hab ich ne? Ne. Oh, jetzt ein anderer. Junge, der kommt doch nicht etwa. Gut. Warum hat er eigentlich noch dieses... LOL. Darf ich komplett gar nichts machen? Anscheinend nicht. So, ich bin drin, oder? Sollen wir mal nach oben gehen? Junge, Junge, Junge. Du bleibst mal ganz schön da, wo du bist, ja? Ach cool, ich kann ja auch spotten. Was ist denn das? Ich bin da dran. Achso, Kamera. Ne, gut. Gehen wir mal nach unten. Gucken, was da so abgeht. Schade, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingsraum? Oh. Was ist das? Ich will es haben. Alter! Junge! Das war echt knapp gerade. Jetzt chillt er erstmal ein bisschen. Hat man ja gerade. Oh, 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 oh. Großes Problem.
37 Meter. Das ist das nicht unten? Ey, du geh mal weg da. Ist doch unten, oder? Ey, du siehst mich nicht. Tützu, oh, geht nicht. Du siehst mich auch nicht. So, jetzt sind wir ganz unten. Ist es hier jetzt so? Der dreht sich gleich um. Der dreht sich gleich um. Ja, da müssen wir hin. Um da hinzukommen, Junge. Da braucht man schon ziemlich viel Skill. Nein, 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 nein. So, dann werden wir jetzt erstmal spotten. Okay, wahrscheinlich muss das einfach nur drücken. Wenn der uns den Rücken zudreht, dann gehen wir da mal rein und sagen ihm mal, wer hier der Boss ist. Oh mein Gott, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Scheiße. So, bevor es weitergeht, machen wir hier mal ganz kurz einen kleinen Cut. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Watch Dogs. Ciao.